Gra-Eindringlinge und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu No Man's Sky. Heute mal was ganz Neues, auch für mich ganz neu. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Schaut euch das mal an. Wir befinden uns im System FizzGnoopy. Leider bin ich nicht der Erste hier, das wurde schon von jemand anders entdeckt. Aber es gibt hier eine ganz tolle Erscheinung, wie ich sie noch nicht im Spiel hatte, nämlich zwei kollidierende Planeten. Und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. So, hier nochmal ein Blick von der anderen Seite mit dem Sonnenlicht im Rücken und wir sehen, dass der kleine und der größere Planet sich da offensichtlich berühren. Jemand hat dort auch schon eine Basis gebaut und das werde ich definitiv auch tun, denn über so ein Sternensystem stolpert man doch relativ selten. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was passiert. No Man's Sky ist jetzt nicht gerade bekannt für realistische Physik, aber ich bin dann schon gespannt. Können wir überhaupt von einem Planeten auf den anderen laufen? Und wenn ja, was passiert mit der Gravitation? Denn die ist natürlich gegensätzlich gepolt auf den beiden Planeten. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was passiert. Schauen wir mal. Okay, da kann sich das Spiel offensichtlich nicht entscheiden, auf welchem Planeten ich mich befinde. So, hier sind wir definitiv auf einer Wasserwelt, wie es aussieht. Dann schauen wir mal, ob wir eine Möglichkeit finden zu landen. Wir befinden uns ja am direkten Übergang zum anderen Planeten. Das sieht jedenfalls schon sehr nah aus. So, also offensichtlich lässt mich das Spiel nicht direkt an die Schnittstelle fliegen. Jedes Mal, wenn ich das probiere. Dann glitscht es so ein bisschen aus. Das ist natürlich schade. Okay, jetzt bin ich genau an der Schnittstelle und das Spiel kann sich nicht entscheiden, auf welchem Planeten ich mich befinde und was jetzt oben und was unten ist. Cool, wir schauen mal, ob wir landen können. Okay, da hat das Spiel auch wieder überlegt, wo ist oben, wo ist unten. Oh, cool. Ja, jetzt sind wir genau am Übergang zum Meeresplaneten. Ja, Leute, das Spiel weiß nicht, wo oben und unten ist. Und ich komme jetzt nicht wieder an Land, oder doch? Wo bin ich? Ich werde bekloppt. Also oben und unten ist hier komplett verdreht. Oh, wenn ich Pech habe, trinke ich jetzt gleich.
Okay, so bin ich wenigstens an der Oberfläche. Ich probiere mal auf den anderen Planeten rüber zu fliegen. Mal gucken, ob das geht. Aber da ist wahrscheinlich die Entfernung zu groß. So, und jetzt ist mein Jetpack alle. Autsch, Bauchplatscher. Ja, und wieder haben wir dasselbe Problem. Das Spiel weiß nicht, wo oben und unten ist. Ich befinde mich jetzt quasi genau zwischen den beiden Planeten. Mal gucken, ob wir direkt an den Übergang kommen. Wir fallen jetzt quasi entlang der Planetenoberfläche. Oh Mann. So, ich habe jetzt kurzerhand mal mein Nautilon-U-Boot gerufen, weil wir ja blöderweise hier an einer Stelle sind, an der zwei Wasserflächen der beiden Planeten aufeinandertreffen. Ich versuche jetzt mal irgendwie an Land zu kommen und hoffe, dass ich eine Stelle finde, wo sich zwei Landflächen berühren. Schauen wir mal, was da passiert. Ja, prima. Also offensichtlich bin ich jetzt bei dem Versuch, von einem Planeten auf den anderen zu schwimmen, unter der Erde gelandet. Und ja, gut, hat sich erledigt. Jetzt bin ich wieder draußen. Schauen wir mal weiter. So, ich habe es tatsächlich aufs Festland geschafft. Das ist ja schon mal ein erster Schritt. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt mein Schiff rufe. Es ist so abgefahren, echt. Rufen wir mal unser Schiff. Ja, das habe ich befürchtet. Oh shit, was mache ich denn jetzt? Okay, das wird eine längere Geschichte. So, es blieb mir jetzt nichts anderes übrig, als meinen automatischen Speicherstand von der Landung neu zu laden, damit ich wenigstens bei meinem Schiff bin. Ich konnte es weder rufen, noch kam ich irgendwie vernünftig vorwärts, da ich mich quasi durch die verdrehte Gravitation eigentlich ständig an der senkrechten Wand befand. Habe also meinen automatischen Speicherstand neu geladen und bin mit meinem Schiff ein ganzes Stück von der Schnittkante der beiden Planeten weggeflogen. Wie ihr seht, die Gravitation spielt immer noch ein bisschen verrückt. Ich stehe hier komplett schräg im Vergleich zum Wasserspiegel von diesem See. Ich werde mal schauen, ob ich eine hübsche Unterkunft finde und dann baue ich hier meine Basis. Ja, wie ihr seht, habe ich eine luxuriöse Unterkunft für mich gefunden. Dummerweise ist der Boden leicht abschüssig. Das liegt aber darin, dass ich eben im Vergleich zum Planeten ein bisschen schräg stehe. Ein kleines Landepad habe ich mir auch gebaut, das natürlich ebenfalls schräg steht, aber wenigstens senkrecht zu meiner Position. Ich blende euch hier mal die Koordinaten ein, wo ihr hin müsst, und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Untersuchen dieser wirklich seltsamen Welt. Scheint wohl auch Sandwürmer hier zu geben. Ich habe zumindest einen gehört eben. Sehen konnte ich ihn nicht. Ich werde hier noch weiter auskundschaften, was es zu finden gibt.
außer dem Sturm, der gerade stattfindet. Und euch, wie gesagt, viel Spaß beim Erkunden und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.